Hallo miteinander zum Spezial- und Regionalwetter heute am Donnerstag, am 16. Juni 2016. Wir fangen gleich mit dem Spezialwetter an. Heute Abend steht uns wieder eine unwetterträchtige Lage bevor. Von Süden her kommt massiv viel Luftfeuchtigkeit nach Vorarlberg. Das heisst, dicke Regenwolken, es wird intensive Niederschläge geben. Das in allen Regionen von Vorarlberg. Es fallen bis morgen früh, am Freitagmorgen, fallen verbreitet etwa 30 bis 50 Liter Niederschlag. Teilweise sogar noch mehr, bis zu 70 oder 80 Liter in der Staulage. Man kann noch nicht genau sagen, wo es am meisten gibt und wo weniger. Was aber klar ist, ist, dass die Pegel der Flüsse stark ansteigen würden. Vor allem kleinere Dorfbäche können über die Ufer treten oder allgemein kleinere Bäche. Die größeren Flüsse, also zum Beispiel die Aachener oder der Binnenkanal und der Rhein, würden stark reagieren und ihnen würden massiv am Pegel ansteigen. Morgen wird sich das dann aber beruhigen. Wir sehen es dann gleich im Regionalwetter. Morgen am Freitag starten wir noch mit letzter kräftiger Niederschlag im Tag von dem Niederschlagsgebiet. Das heißt, die Pegel blieben vorerst noch auf hohem Niveau, sind noch kleinere Überflutungen oder Hangrutsch noch möglich. Im Laufe vom Vormittag klingen die Regenschauer dann aber ab und die Sonne kann sich zeitweise schon durchsetzen. Am Nachmittag bilden sich aber mit dem Sonnenschein wieder Quellwolken und gegen Abend ist dann nicht ganz auszuschliessen, dass es wieder ein paar Regenschauer gibt. Und die könnten wiederum gefährlich ausfallen, auch wenn nicht allzu viel Regen fällt, vor allem jetzt wegen diesen Niederschlägen, die eine Nacht auf morgen auf Freitag fallen. Die Höchsttemperaturen sind recht angenehm bei 18 Grad. Auf 2000 Meter kommen wir nicht über 5 Grad raus. Am Samstag starten wir überwiegend sonnigen Tag. Das bleibt da so bis nach Mittag. Dann bilden sich aber wieder Quellwolken und am Abend sind wiederum einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. Es wird aber nicht überall nass. Mit 20 Grad ist es wieder angenehm mild. Auf 2000 Meter wird es auch wärmer. Da erwarten wir etwa 9 Grad. Der Sonntag gestaltet sich wiederum ein bisschen anders. Die Sonne macht sich dort rar. Es hat viel Wolken und es bilden sich immer wieder teils kräftige Regenschauer, teils auch Gewitter. Es ist möglich, dass lokal größere Regenmengen zusammenkommen. Wie viel und wo genau ist jetzt im Moment aber noch nicht abzuschätzen. Und am Montag bleibt es trüb und nass. Die Sonne macht sich weiterhin rar. Es regnet teilweise stark, vor allem am Nachmittag. Am Morgen ist es nur lokal nass, aber bedeckt. Also eigentlich angenehm für einen Spaziergang noch zu machen, bevor es wieder geregnet kommt. Am Dienstag erwartet sich wechselhaftes Wetter, das heißt, die Sonne kann immer wieder scheinen, wird aber auch wieder unterbrochen von ab und zu Regenschauern und dichteren Wolkenfeldern, wo dort jetzt hin und her ist, bei ungefähr 19 Grad und auf 8 Grad auf etwa 2000 Meter. Ja, wir sehen, dass ein stabiles Hoch ist, leider weiterhin nicht in Sicht. Wir würden euch aber auf dem Laufenden halten, falls das in Sicht wäre. Und vielleicht ist das ja schon am Montag der Fall, wenn es nächste Regionalwetter gibt. Bis dann.